Hallo Team Harrison! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mua, mua, mua. Ja, Domi ist gerade beim Friseur und wir kommen gerade von Oma und wir haben eine ganz, ganz große Ladung in den Kofferraum gepackt. Zeig mal, was da drauf ist. Tust du mal umdrehen? Ja, zeig mal Team Harrison, was da drauf ist. Seht ihr das? Das ist die? Mia. Die Mia, genau, haben wir gerade gemacht, gell? Ja, wir kommen gerade von meiner Mama. Die hat nämlich nach der Hochzeit all unsere Sachen mitgenommen. Wir haben alles auf die Autos verteilt und Domis Anzüge und meine Brautkleider, die waren jetzt alle bei meiner Mama. Ja, und heute, seht ihr das, habe ich sie mitgenommen. Und ich muss es unbedingt zur Reinigung fahren. Ich glaube nämlich, dass die ganz schön mitgenommen sind, genauso wie alle anderen Sachen. Und ich packe das jetzt mal aus und zeige euch nochmal ganz genau meine Kleider. Ihr habt ja schon viele Bilder gesehen. Aber ich zeige es euch mal und dann bin ich mal gespannt, in welchem Zustand die sich hier befinden. Vor allem meine Schuhe. Die sind nämlich, glaube ich, am Arsch. Sollen wir die Schuhe auspacken? Ja. Sag mal Schuhe. Was? Sag mal Schuhe. Schuhe? Wo sind deine Schuhe? Da sind die Mia-Schuhe, gell? Stiefel anziehen. Okay. Und ich habe nämlich hier im Schrank meine Hochzeitsschuhe. Ich glaube hier. So, mit denen fangen wir mal an am besten. Ja, also die Schuhe hatte ich wirklich von Anfang bis Ende an. Also ich bin nicht barfuß rumgelaufen, bin nicht in Flipflops und in Sandalen rumgelaufen, sondern ich hatte die bis zum puren Ende hatte ich die an. Ich muss auch dazu sagen, mir war das extrem wichtig an der Hochzeit, dass ich bequeme Schuhe anhabe und mich den ganzen Tag wie eine Prinzessin fühle und nicht irgendwann mal ein Prinzessin in den Kleidern habe und einfach barfuß rumlaufe. Und ja, meine Schuhe kennt ihr ja. Die sind jetzt nicht mehr so schön wie beim letzten Mal, denn die sind völlig kaputt und ich weiß auch noch gar nicht, was ich mit denen machen soll. Weil anziehen werde ich sie nicht nochmal und die sind auch richtig dreckig und kaputt. Ich muss erstmal schauen, ob ich sie sauber bekomme, ob man die vielleicht nochmal hergeben kann. Aber ich glaube nicht und ich glaube, die müssen dann sonst in die Mülltonne. Und das wäre irgendwie voll schade für so wunderschöne Schuhe. So, dann schauen wir die mal genauer an. Auf den ersten Blick finde ich sie gar nicht so schlimm. Aber natürlich die Sohle, das ist ja ganz normal, total kaputt. Hier halt auch überall kaputt und verschrammt. Das finde ich halt voll krass und das kann man halt nicht mehr reparieren. Da ist der ganze Stoff halt kaputt. Und dann natürlich hier vorne, das finde ich eigentlich am schlimmsten, ne? Weil meine Füße waren irgendwann mal dreckig und dann bin ich hier wahrscheinlich immer ein bisschen so am Boden hängen geblieben oder so, keine Ahnung. Die haben auch nicht mehr die Farbe, die sie einmal hatten. Ja, voll schade. Ja, und was mit deinen Schuhen? Die sind noch ganz neu. Ja. Ja, tust du die anziehen? Oh, wow, so gut machst du das. Jetzt sollen wir mal dir helfen. Wenn ihr schon geheiratet habt, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr mit euren Hochzeitsschuhen gemacht habt. Habt ihr die weggeschmissen? Habt ihr die einfach behalten? Was macht man mit gebrauchten Hochzeitsschuhen? Keine Ahnung, ich bin überfordert. Und ich glaube, da drinne müsste, ja, es ist mega schwer, mein Hauptkleid sein. Und das packe ich jetzt mal aus. Sollen wir da mal reinschauen, Mia? Schau mal, mach mal hier auf. Mach mal hier auf den Reißverschluss. Hier, schau mal, siehst du das? Ja. Mach mal auf. Runter, 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 runterziehen. Nee, nee, nicht zumachen. Wir machen das auf, Mia. Wir müssen das runterziehen. So. Mamas schöne Prinzessinnenkleid. Oh. Einfach mein wunderschönes Prinzessinnenkleid und ich sage euch, das war die beste Entscheidung und es war wirklich das Kleid, mein Kleid und an diesem Tag hätte ich kein schöneres tragen können. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy mit meiner Auswahl. Und ja, das Kleid habe ich übrigens anprobiert und gleich beim allerersten Mal und gleich am allerersten Tag habe ich mich dafür entschieden, dass wird mein Hauptkleid sein. Mhm. Und aber auf den besonderen Schnitt, ja, nicht, ja, langweilig, nur jetzt, ja, Töne, ja, oder so. Und da brauchst du auch niemanden, wo du immer den, ja, ja, das immer mit. Weil das halt drauf genäht ist. Das, okay, ist hinten drauf genäht, die Unterste. Mit. Das läuft mit. Genau, und bei dem ist es jetzt auch so, wenn du sagst, du möchtest abends dann keine Schleppen mehr haben,
dann macht die Schneiderin. Dann ziehe ich mich um. Oder so. Oder du kannst es halt eben auf Treppenschlaufe ziehen. Auch so dann. Und dann fällt es gar nicht so auf. Das da ist halt dann natürlich alles schön und ja. Sieht geil aus. Und da schaut das Kleid einfach so aus. Das kann schon auch bis zum vorne hin, weil du, du laufst ja im Freien. Ja. Dann kannst du es hochmachen so lang und dann dort fallen lassen, bevor du dann vorschreitest. Ich muss es euch mal noch mal ein bisschen näher zeigen. Also das hier ist die Corsage. Die wurde wirklich ganz, ganz oft, ihr wisst, wie oft die bei der Anprobe war, so oft enger gemacht und angepasst, dass es wirklich so perfekt auf meinen Körper passt. Das war mir total wichtig. Genau, und jetzt natürlich hat es ein paar Blessuren, so ein paar, hier zum Beispiel, das sieht man gar nicht in der Kamera, aber der Tüll ist an manchen Stellen ein bisschen kaputschi. Genau, und unten ne, ist natürlich alles dreckig. Aber ich muss sagen, in der Kamera sieht das gar nicht so schlimm aus. Schaut mal, wie schwer das Kleid ist. Der ganze Bügel, der ist schon kaputt. Ich wollte es euch aber auch noch von hinten zeigen. Das war nämlich so ein bisschen ausgeschnitten hinten und mit einem Reißverschluss und dann halt natürlich die ganz feinen Knöpfe, die man dazu gemacht hat, bis unten hin, damit es halt dann zu ist. Und was ich auch so besonders fand an dem Kleid, ist dieser versetzte Tüll. Ich fand das einfach, ja, es war einfach so richtig mein Prinzessinnenkleid. Bei einem Prinzessinnenkleid darf natürlich das Krönchen nicht fehlen und das war die Krone, die ich anhatte. Die werde ich wahrscheinlich auch nie wieder tragen, aber irgendwie zum Wegtun ist die zu schade. Ich muss euch mal eins sagen, für mich war es klar, eigentlich von klein auf, dass wenn ich irgendwann mal meinen Traumprinzen gefunden habe und diesen Mann heiraten werde, dass ich an dem Tag wie eine Prinzessin aussehen werde. Also für mich wäre es nie in Frage gekommen, irgendwie so ein Mermaid-Kleid anzuziehen. Vor allem, weil da muss man immer seinen Bauch einziehen und immer gucken, wie man steht. Und ich wollte den Tag einfach genießen, alles einfach, das muss einfach so aus perfekt aussehen, ohne dass ich da, mich darauf konzentrieren muss, dass das Kleid gut aussieht. Also versteht ihr? Weil wenn das so hauteng ist, dann ist man einfach so ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen war es für mich klar, es muss ein Princess-Kleid sein. Ja, und dann gucken wir mal da rein. Da ist nämlich das Partykleid drin und der Zustand dieses Kleides, da bin ich mal gespannt. So, da ist mein Partykleid drinne und mein, wenn ich das schon sehe, ja, nur mein Partykleid, glaube ich, und Mias Kleid. Oh weia, also wenn ich das schon sehe, dieses Kleid muss definitiv in die Reinigung. Ja, so, ich hänge das jetzt einfach mal auf und am besten an der Puppe. Sollen wir das aufhängen, Mia? Ja. Ja, dann gucken wir uns das nochmal an, gell? Ich zeige euch jetzt mein Partykleid mal ganz genau, weil ich habe so wenig Bilder davon. Also ich habe kein Bild, wo richtig so perfekt ist in diesem Kleid. Und das finde ich voll schade, weil das Kleid einfach so wunderschön ist. So, hier oben seht ihr den Ausschnitt. Also bei mir saß das natürlich wirklich perfekt wie angegossen und hatte dann auch einen tiefen Ausschnitt bis hier runter, bis zur Hüfte und überall Steinchen und so. Und dann kam das Glitzerkleidchen und es hat wirklich von oben bis unten war das wirklich am Funkeln. Und ich habe das gesehen, nicht beim ersten Mal, ich glaube, das war bei der zweiten oder dritten Anprobe. Ja, und dann habe ich mich in dieses Kleid verliebt, beim ersten Mal, wo ich es anprobiert hatte, schon wo ich es an der Stange gesehen habe und wusste, das Glitzerkleidchen wird mein Partykleid. Ich habe das Kleid jetzt einfach mal umgedreht, um das euch nochmal zu zeigen. Also das wirklich, wenn da Licht drauf fällt, es funkelt und funkelt und funkelt. Ja, ich habe das sehr, sehr gerne getragen. Ja, und so sieht es dann nach oben hin aus. Hier an der Taille, seht ihr, oh, schaut mal, wie schön. Ja, das ist die Taille hier und da waren auch die Knöpfe hier zum Zumachen. Ja, und so sah dann der Rücken aus. Aber
Das hier, ich habe das jetzt gerade einfach nur so mit einer Haarspange festgemacht. Das hier ist mir kaputt gegangen, wo mich die Jungs an die Decke geschmissen haben. Also so, piu. Genau, da ist es dann kaputt gegangen. Und dann haben wir das halt provisorisch einfach nur so mit einem Faden einfach so einen Knoten gemacht. Weil mir war das dann am Ende ehrlich gesagt egal. Ich wollte nur noch feiern. Und aber es hat wirklich dann auch gehalten. Ja. Ich glaube sogar, wenn das gereinigt ist, werde ich das an dieser Puppe anziehen und hier im Ankleidezimmer stehen lassen. Hallo? Und schaut mal, das war das Krönchen, was ich getragen habe zum Partykleid. Wesentlich schlichter wie die Krone vom Hauptkleid. Ich fühle mich gerade wie in einem Brautladen. Schaut mal, wie schön das ausschaut. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade mein Barbecue-Outfit angezogen. Und das habe ich auch her aus einem ganz normalen Brautladen, also von Perlenweiß. Und ja, ich habe mir hier den Gürtel noch anbringen lassen. Und dieses Outfit werde ich definitiv behalten, denn ich finde, das kann man auch so. Ich hatte ja diesen Schleier, diesen Umhang an und ohne das, also nur so, finde ich, kann man das auch ganz gut auf Events tragen oder im Sommer, im Urlaub. Ja, es war auch ein Outfit, was ich sehr, sehr gemocht habe und es sitzt einfach perfekt. Ich glaube, das ist ganz normal, dass eine Braut, wenn die geheiratet hat, nicht ihre Kleider verkaufen kann, weitergeben kann. Ob der Zeitpunkt irgendwann mal kommt, weiß ich nicht. Aber aktuell finde ich, also werde ich das auf jeden Fall in den Schrank hängen. Das werde ich an der Puppe anziehen und hier im Ankleidezimmer lassen. Und das werde ich noch öfter tragen. Genau, und mein Schleier, der liegt hier auch noch irgendwo. Oh, alles noch voll, so lieblos. Und den muss ich auch auf jeden Fall in die Reinigung tun. Der ist auch ganz, ganz schwarz und dreckig. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, ne? Es fühlt sich so gut an. Und jetzt ist einfach alles vorbei, ne? 1,5 Jahre darauf hingeplant und hingefiebert. Und jetzt ist einfach die Hochzeit schon vorbei. Ich glaube, ich muss noch mal heiraten. Den habe ich übrigens nur so übergeworfen. Also der hat hier so 2 durchsichtige Träger. Und war dann ewig, ewig lang. Das kannst du nochmal genauer betrachten, falls deine Hochzeit nicht so viel Kopf dafür hattest. Schreibt mal unten in den Kommentaren, welches Kleid euch am besten gefallen hat, also an mir. Das, das oder das? Genau, das interessiert mich mal voll, das zu lesen. Ja, so sieht es jetzt in meinem Ankleidezimmer aus. Und ich habe jetzt gar keinen Bock, das alles wieder aufzuräumen, weil morgen will ich das eigentlich alles gesammelt mit allen anderen Kleidern, mit den Anzügen zur Reinigung fahren. Puh. In diesem Video grüßen wir natürlich auch noch jemanden. Und zwar gehen ganz, ganz liebe Grüße an Dorothea Schwabe. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch begrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig, Kanal abonnieren und... Ja, du musst umblenden, bist du zu klein. Und kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Genau. Ja. Und... ja, ich wollte euch einfach mal meine Kleider zeigen, den Zustand der Kleider. Ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Ich dachte, die sind wirklich richtig, richtig doll dreckig. Aber ich glaube, alles ist zu reparieren. Ja, das auf jeden Fall. Das sind Flecken, die man wieder rauskriegt. Meine Anzüge sind auch ganz geblieben. Ja? Aber die sind, glaube ich, nicht ganz so interessant. Ja, ja. Ja. Ah, aber dein Hut und dein Stock, den muss ich mir noch mal zeigen. Ich präsentiere ihn euch. Hier bleibt. So, warten wir jetzt auf den Papa. Ja. Tut er uns überraschen? Papa! Papa! Warte, warte, die Türe geht auf! Die Türe geht auf! Oh!
Papa cool aus? Ja? Ja? Kannst du mal Papas Hut aufziehen? Ja. Ja, komm hoch. Siehst du Papa cool? Bereit? Ja. Okay. Okay. Wow. Bravo. Cool. Zeig dir mal den Stock. Also der Stock, an der Hochzeit hat mich jeder gefragt, was das ist. Und jeder dachte am Anfang, es ist eine Eule. Ist eine aber Eule. Ist es nicht, nee. Das sind einfach nur hier Blumen, so ein Gesteckmäßig, aber es schaut aus wie eine Eule. Sieht echt aus wie eine, so sieht's so aus, wie eine Eule. Aus wie eine Eule. So sieht's aus wie eine Blume. So schaut's aus wie eine Eule, Blume. Eule, Blume. Dun, 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 dun. Oh, na, hat's so der Papa gemacht? Oh. Also Mia schläft schon. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ja, da musst du sagen. Da musst du sagen. Tschüss. Willst du deine Hand drauf tun? Ja. Okay, und jetzt, warte nochmal. Warte, Mama hilft dir. Jetzt.